gucke meinen Vater an und der schüttelt nur so den Kopf, um mir zu sagen, misch dich da besser nicht ein. Ja, genau, das ist sowieso besser. Hab dann auch besser die Klappe gehalten. Was dann auch echt super war. Und ansonsten Weihnachten, wenn ich das feier, ich sag's mal so, die Zeit der Tannenbäume ist bei uns vorbei. Sag ich jetzt mal, wir haben eher so einen Plastikbaum, den wir halt so aufstellen, oder so ein keine Ahnung. Also ich habe dann so ein ganz tolles Bild gemacht von unserem Weihnachtsbaum. Das war einfach nur so eine Zimmerpflanze, die mit einer Kugel behangen ist und so weiter. Und gut ist. Und Weihnachtszeit. Gut, meine Oma hat halt noch so einen Tannenbaum zum Teil. Aber wir stellen halt, also bei uns zumindest, wir stellen halt so einen Plastikbaum auf. Aus Gründen von wegen, ja, dann gibt es nicht so eine Sauerei, bla bla und so. Ja, haben wir auch seit ein paar Jahren, Plastikbaum. War ich zuerst auch voll dagegen, jetzt in der eigenen Wohnung haben wir auch einen. Ist auch praktisch, Stein, da muss man zusammensteckt. Ja, da muss man halt nicht die ganzen Nadeln hier dann nach Weihnachten hier zusammen schaufeln. Und das ganze Lametta und so weiter. Wie dem auch sei, wenn ich bei meiner Oma bin, wir machen da auch nichts mehr so mit Bescherung und so weiter, weil wir teilen uns keine Geschenke mehr aus. Wir sind ja aus dem Alter schon draußen und so weiter, aber trotzdem bringe ich halt eine Flasche Wein mit. Dann heißt es immer, ach, hätte ich doch nichts bringen müssen und so weiter, aber der Wein wird trotzdem runtergetrunken, mal eben am Abend. Bis dann meine Oma müde wird von ihren Tabletten und dann mal am Tisch einschläft. Okay. Und, ja, und ansonsten, wir machen auch kein großartiges Weihnachtsessen von wegen, ja, es gibt jetzt Hase oder es gibt was ganz Besonderes zu Weihnachten. Bei uns gibt es halt einfach, sag man mal, so Bauernwürste, aber richtig gute Bauernwürste. Sag mal, was zum Henker? Ich habe mir doch ein Tor gemacht. Very, very strange. I don't get it. Also wir sind da echt nicht mehr so die, sag ich jetzt mal, die Menschen, die halt hier so, boah, wir machen jetzt hier Hasenbraten und so weiter. Oder wir stopfen hier eine Gans mal eben aus mit ganz kulinarisch. Ne, wir machen da ein einfaches Abendessen. Hauptsache Familie ist beieinander und gut ist. Das ist das Wichtigste halt für uns. Ja. Super, mein Garten ist soweit auch gerichtet, sag ich jetzt mal. Und ansonsten, ja, groß glauben. Also ich bin schon längst aus der Kirche ausgetreten, seit ich mit meiner Lehre begonnen habe. Kirche, die habe ich eh nie besucht. Gut, damals, wo ich mit meiner Ex zusammen war, ihr zuliebe habe ich halt mal ab und an die Kirche besucht, weil sie da ihre, was war's, Kommunion? Konfirmation? Keine Ahnung. Auf an. Katholisch oder evangelisch? Evangelisch, glaube ich. Dann ist es Konfirmation. Ja, hatte sie halt. Und ihr zuliebe war ich halt auch dabei. Und bei meinem kleinen Bruder, da hat er auch seine Kommunion gehabt. Da war ich dann halt auch mit dabei, obwohl ich nicht wirklich wollte. Aber er hat sich trotzdem gefreut, dass ich dabei war. Ja, das meine ich halt, ne? Wenn jetzt, wenn mich jetzt irgendjemand fragen würde, ob ich zu seiner Feier da komme, ja klar, warum nicht? Wenn ich dafür in eine Moschee muss und da Schuhe ausziehen oder sonst was, auch das gerne. Nur soll mich halt keiner dazu zwingen, das Gleiche zu glauben oder so. Also ich respektiere das alles und auch eben die Gebräuche, wenn es halt so ist, dass man dort zum Beispiel die Schuhe auszieht. Ich weiß es gar nicht, ich meine, was wäre so. Ja, in der Moschee. Ich war noch nie in der Moschee, aber... Noch nie? Nee, tatsächlich noch nicht. Oh. Also, ich wäre einfach noch nicht gekommen, also, oder keine Ahnung. Ja, ist ja kein Problem. Mal eine anzuschauen. Ich jetzt auch nicht welche. Vielleicht die große hier in Köln, aber mal sehen. Und ich weiß auch nicht, ob die das so gern haben. Da einfach mal die Leute reinlatschen. Aber wenn das halt so ist, ja, dann sollte man das auch respektieren
und sich dran halten vor allem. Also wenn jetzt da einer reinlatscht und sagt, ja nö, ich bin ja nicht gläubig und keine Ahnung, ich gehöre ja nicht dazu, deswegen gilt das für mich alles nicht. An so einem Ort, finde ich, sollte es dann schon gelten. Und entweder man akzeptiert es oder man bleibt halt fern. Und ansonsten, ja, sollen die halt alle machen, wenn sie lustig sind. Und mich aber halt nicht zu nichts zwingen, sag ich mal. Wie gesagt, ich respektiere das alles und so weiter, aber bin halt nicht unbedingt der gleichen Überzeugungen oder so. Genau. Und solange man das ebenfalls akzeptiert, ist eigentlich alles in Ordnung. Jo. Ja, der Meinung bin ich halt auch. Also in der Moschee war ich schon einmal drin, das war, wann war denn das? Türkei-Urlaub damals, 2004. Weil jeden Morgen um wann, so kurz vor 5 oder um 5 bin ich auf einmal aufgewacht, weil ich gedacht habe, sag mal, wer pullt denn da wie so am Spieß, bis ich mal dahinter gekommen bin. Ach, das sind die genau, das sind die Muezzin, die hier gerade zum Gebet aufrufen. Ich weiß nicht, wie es bei den Türken ist, ob die 3-mal oder 5-mal am Tag beten. Bei den Islamisten, weil sie auf alle Fälle, die beten 5-mal am Tag. Aber zu welcher Uhrzeit, weiß ich nicht. Also, bevor der Morgen aufgeht, dann, wenn morgens irgendwie ist, dann, glaube ich, zur Mittagszeit, zur Abendszeit und, glaube ich, noch kurz vor zu Bett gehen, also in der Nacht. Glaube ich. Bin mir jetzt da allerdings echt unsicher. Und da hatten wir mal eine Moschee-Besichtigung gemacht. Also, ich muss sagen, boah. Also, wirklich, boah. So kann man eine Moschee beschreiben von innen drin, also im positiven Sinne. Kommst da hin, musst erstmal deine Schuhe ausziehen, dann musst du dir erstmal noch die Füße waschen. Das ist, wie war das? Das war, glaube ich, ein Akt der Reinigung. Wie was irgendwie im Koran damit zusammenhängt. Ich habe den Koran nie studiert oder gelesen. Ich kann jetzt auch keine Auszüge davon nennen. Aber ich glaube, das war halt, doch, das war irgendwie so im Koran. War das, glaubt, ne, dass man sich die Füße wascht, bevor man das Ritual oder ja, bevor man halt zum Gebet geht? Nein! Boah, dieser Server! Ja, gut, kurze Pause, bis gleich. So, da sind wir wieder nach diesem nächsten Crash. Oh, der Server macht mich echt kirre. Ich glaube, ich werde da über Nacht mal die Karte neu, oder ich werde den Server am besten eine Neuinstallation machen und werde dann alles Mögliche nochmal neu aufspielen. Damit es auch läuft. Ja, wir sind beim Thema Moschee geblieben, stecken geblieben. Also Moschee habe ich so auch von innen gesehen, nachdem wir die Moschee betreten haben. Und ich muss sagen, Hut ab, also wirklich schöner orientalischer Teppich drin. Wahrscheinlich sogar Handwerkskunst, noch von früher. Also sowas muss man auch gesehen haben. Wo ich, also ich war da echt baff. Und ein Kronleuchter. Aber Halleluja, was für einer. Da muss ich kurz mal blöd fragen. Gehst du ab und zu mal gerne asiatisch essen? Ja, sehr gerne sogar. Haben die da auch so einen großen Kronleuchter irgendwie hängen? Oder ist das nur so ein Fastfood-Ding? Kommt drauf an, wo wir hingehen, aber ja, ich kenne diese großen Kronleuchter. Ungefähr. Die wir schon mal haben. Okay, ja, ich muss mal kurz was gucken. Haha, geil, mein Gulag, das, ja. Also ist wirklich noch, mein Gulag ist nicht mal fertig. Ach. Ich dachte gerade schon, weil ich wollte gerade nach unten gehen. Ungefähr so ein Kronleuchter hängt da eben halt drin. Ich glaube zwei sogar davon, einer unten, einer oben. Weil es hat, die Moschee hat nämlich zwei Stockwerke, also Erdgeschoss und erster Stock. Das liegt daran, Männer und Frauen dürfen nicht gemeinsam beten, weil das sonst lüsternde Gedanken hervorbringt, wenn die Frau sich vorbeugt beim Beten. Okay. Und deswegen müssen... Wird ihr wieder an dem Punkt wären, wo es albern wird. Aber okay, wenn die das so sehen. Also zumindest war, ist es, also...
wo ich zumindest im Urlaub war, hatte man das so zu mir gesagt. Die Frauen beten deswegen oben und die Männer unten, weil wäre es andersrum, dann werden die bloß auch abgelenkt. Und so ist es. Oder die, ja, sie beten halt getrennt. Auf alle Fälle. Doch, also es war schon sehr informativ, beziehungsweise war schon sehr interessant, sowas mal zu sehen. Und ansonsten, ja, was mich Glauben betrifft, also ich bin auch dafür, jeder soll glauben, woran er denkt. Ich glaube aber weder an Himmel und Hölle, noch an Gott und Teufel. Und wenn ich irgendwann sterben sollte und ich stehe halt vor dem Himmelstor oder halt komme in die Hölle, dann ist es halt so, Punkt aus, fertig. Dann weiß ich halt, okay, es gibt doch eine Hölle. Ja gut, dann mache ich mal dem Teufel hier das Leben schwer. Was weiß ich. Gut, damit hätten wir... Moment, jetzt die Glaubensfrage schon mal abgestrichen. Ich glaube, wir haben jetzt fast 40 Minuten lang darüber diskutiert. Ja, haben wir auch. 40 Minuten so ungefähr. Gut, ich weiß, dir ist bestimmt immer noch kein Thema eingefallen. Ja, ich frage halt trotzdem immer nach, weil es kann ja sein, dass du ursprünglich so ein Geistes oder dass du auf einmal ein Geistesblitz hast, sondern ja, hey, ich hätte doch ein Thema. Und zwar jetzt kommen wir zu einem etwas anderen Thema, nämlich, das ist ja vorhin angesprochen, ich habe ja kurz eine Erwähnung gemacht, dazu hätte ich nämlich auch ein Thema. Und zwar bin ich ja auf GMX, in Sachen E-Mail und so. Und vor kurzem habe ich ein Bild gesehen von einem Kind, was seinen einjährigen Geburtstag feiert. Und das Kind hätte eigentlich schon längst oder hätte null Überlebenschancen oder was heißt null, geringe Überlebenschancen, weil irgendwie, ich weiß nicht, bei der Geburt irgendwie ist ein, oder ist es nicht viel, Mann, wie nennt man das? Ich weiß nicht, also das Kind sieht, ist ein bisschen, ich weiß nicht, also die böseste Beschreibung, die mir dazu einzieht, wo ich das Kind gesehen habe, es sieht makaber aus oder es sieht obskur aus oder einfach, es sieht aus wie ein Freak. Du weißt, der menschliche Kopf, wie er ja aussieht. Ja. Und er hat nur die Hälfte vom Kopf, also da hat die Augen und dann beginnt ja quasi der Stirn und dann halt oben der Schädel. Und bei ihm fehlt mal der halbe Schädel. Okay. Also krankheitsbedingt. Nee, das ist irgendwie nicht krankheitsbedingt. Das ist irgendwie, ich weiß nicht, ich habe, wie habe ich das Bild, wo ich gelesen habe? Irgendwas mit Fehl. Das ist irgendwie so ein ganz spezielles Wort. Und da stelle ich mir die Frage so, wie kommst du eigentlich mit allen Menschen klar oder hast du irgendwie so ein bisschen so Bammel, wenn du, sag mal, Meister des Makaberen triffst oder Obskure oder Freaks, wenn ich jetzt mal böse ausdrücken darf, also quasi, sag ich mal, uff, ja, gerade zum Beispiel ein Mensch mit einer eine Fehlbindung, war's, glaube ich, irgendwie. Heißt Bildung, das Wort? Ja. Bildung, genau, Fehlbildung. Ja. Kommst du damit klar oder kriegst du da eher so einen leichten Schauer, wenn du solche Menschen siehst? Gut, es kommt auf die Situation an, wenn es jetzt wirklich gerade im Fernsehen so gemacht ist auf, oh, guck mal hier, wie furchtbar und wenn derjenige dann vielleicht auch gezeigt wird, wie er selber leidet oder so, dann ist es schon so, dass ich mir denke, oh, muss das sein? Ist ja echt scheiße oder so. Aber ich sag mal, wenn ich solchen Leuten persönlich begegne, ich meine, es ist klar, man ist neugierig und man guckt. Ich habe dann eher das Problem, dass ich mir denke, ich möchte demjenigen ja nicht, also ich möchte nicht, dass derjenige sich unwohl fühlt oder sich begafft fühlt oder so. Ich meine, wenn man irgendwie sowas sieht, auch auf der Straße oder so, normale Reaktion